Hallo, kannst du schnell sagen, wie du heißt, welchen Film du gemacht hast und was für eine Rolle du gehabt hast in dem Film? Okay, also ich bin der Marco, ich habe den Film Tornatio gemacht und eigentlich alles außer das Logo habe ich gemacht, ja. Der Film, das ist eine Stop-Motion-Technik, ist das ja, stimmt? Genau, das? Ja. Also gemischt mit noch ein bisschen Computer animiert. Ja. Special Effects. Ja. Für was hast du am längsten gehabt? Für die Idee zu finden, das Drehbuch oder zum nachher das Ganze umsetzen? Zum also aufnehmen, also filmen, föteln, ja. Wie lange hast du gehabt, etwa? Also schwierig zu sagen. Ich bin bei 3 Monaten zu Lanzarote und habe halt je nachdem, wie das Wetter war, gefilmt oder dann nachher gerade umgesetzt am Computer. Ja. Also keine Ahnung. Okay. Ein paar Monate, ja. Und wann ist so der Kick-Off-Moment von der Idee, dann, wo du gemerkt hast, so, irgendetwas ist in deinem Kopf, das willst du machen? Ist irgendwie mit der Nacht aufgewacht, nach einem Traum? Nein, ich bin einfach. Also ich wusste, dass ich 3 Monate weggehe auf Spanien und irgendwas zu machen braucht. Und dann habe ich, ja, eine Woche vorher habe ich eine Filmidee zusammengekratzt, die Figur bastelt. Und dann die Filmidee hat sich dann über die Zeit ein bisschen entwickelt. Kannst du schnell die Idee, also die ganze Geschichte schnell zusammenfassen, so kurz, was... ja, also es ist eigentlich ein Priester von einem Kult, der die Sonne anbetet. Mhm. Und er geht auf die Suche nach diesen Steinen, mhm, um sie im Tempel zu bringen. Er hat aber also er hat den Auftrag von seinem, das ist alles also offscreen halt. Okay, okay. Er hat den Auftrag gekriegt von seinem Meister oder ja, und er hat nicht genau gewusst, was es bewirken wird, wenn er die Steine dort anbringt. Und ja, dann hat es halt am Schluss die Welt zerstört, ja. Pech gewesen. Ja. Passiert. Ja, danke vielmals und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke dir. Also. Tschüss. Ciao. Ciao. Oh, jetzt sind...